Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Mike. Wir spielen Octopath Traveler 2 ein bisschen weiter. Hikari's Quest ist gerade dran und wir versuchen Raimei davon zu überzeugen, dass sie uns vielleicht doch unterstützen soll und nicht gegen uns vorgehen müsste. Das Verlies. Für 39 war das. Hier oben ist Raimei, ganz alleine. Das ist etwas irritierend. Hikari. Raimei wirkt nicht sonderlich überrascht. Ich werde wohl ein ernstes Wörtchen mit Kunzo reden müssen. Raimei, willst du Mugen wirklich um jeden Preis folgen? Kannst du all das Blutvergießen ertragen, das seine Herrschaft mit sich bringen wird? Er wird alles an sich reißen, doch sein Weg führt ins Nichts. Ist richtig, er ist auch von diesem Schatten besessen. Wenn wir ihn nicht aufhalten, ist alles verloren. Deine Überzeugung ist unumstößlich, was? Einst hat auch mein Bruder und ich noch Träume, doch das liegt lange zurück. Glaube allein ändert nichts, nur die Bereitschaft, alles andere aufzugeben. Naja. Für mich gibt's nur noch eins, meinen Clan zu beschützen. Kann ich denn nichts tun, damit wir wieder Seite an Seite kämpfen? Für eine Zukunft, an die wir alle eins glaubten. Es kommt irgendwas aus der Vergangenheit. Schweig. Raimei möchte nicht mehr weitersprechen. Wir müssen unsere Wege weitergehen, sonst verlieren wir uns aus den Augen. Aber wir müssen sie auch erhobenen Hauptes beschreiten können. Das weißt du so gut wie ich, Raimei. Wirst du wohl still sein? Es wird angepisst. Okay, es wird unser Endboss hier. Es war dein verfluchtes Blut, das meinen Bruder getötet hat. Die Schande der Kuh. Ja, aber wir wurden provoziert von ihrem Bruder. Wer hat die angeheuert? Das hat das ausgelöst. Sonst wäre es nie so weit gekommen. Ich werde nicht zulassen, dass du mir nochmal jemanden nimmst. Ich werde meinen Clan beschützen. Koste es, was es wolle. Vielleicht wäre Kunze doch ein besserer Anführer für sie. Raimei, das ist nicht der Weg, den ich beschreiten wollte. Wer kann schon frei über sein Schicksal entscheiden? Wir haben auf unseren Reisen so vieles verloren. Aber meinen Clan werde ich bis zum Letzten verteidigen. Ob das eine kluge Idee ist, werden wir sehen. Haltung des Höllendonners. Raimei kann mehr Aktionen ausführen. Okay, wenn sie meint. Ich möchte gerne einmal auf alle. Könnte ich einen Doppelschnitt machen? Es könnte sein, dass ihr Schwert anfällig ist. Sie hat einen Speer. Die vorne sollen auf Speer anfällig sein, weil sie Schwert haben. Okay, sie ist auf Schwert anfällig. Das war absehbar. Gelehrtenfähigkeiten. Mach Analyse auf die ersten hier. Sind gerade wichtiger. Speer und Blitz. Sie ist doch Blitz und Luft, haben wir gesagt. Dann würde sie gegen Eis und Frost, eventuell Licht oder Schatten noch anfällig sein. Schatten nehme ich an. Aber wir versuchen erstmal Dolch auf alle zu spielen, um hier möglichst schnell die Schwächen aufzudecken. Tanz der Dolche. Niemand ist auf Dolch anfällig. Wieso ist das hier so ein absolut liebes, feindliches Gebiet? Nicht ein Gegner auf Dolch anfällig. Händler, ich kann maximal versuchen, mit Glücksfell irgendjemanden anzuschießen. Sollte ich jetzt schon heilen? Muss ich nicht unbedingt machen. Seid ihr auf Bogen anfällig? Ja. Okay, 8 Lernpunkte, das ist so als Beiwerk. Okay, passt schon. So, Donnerknall auf Drohne, die hat noch die Hälfte des Lebens. Alle kriegen nochmal Schaden, 800 Leben auf Drohne, wir sollten jetzt unbedingt gegenheilen. Kleriker, alle hochziehen. Ja, alle hochziehen. Prima, sehr gut. Sie ist 2 Runden lang gestunt, das ist nicht so optimal. Göttlicher Doppelschnitt hat nur beim Boss, hätte das funktioniert. Hirnschlag. Kann ich vielleicht mit Stab auf einen Gegner? Ich habe nichts für alle. Abholzung. Ich könnte versuchen, auf sie hinten zu gehen mit Axt. Versuchen wir es mal. Auf Axt sind sie nicht anfällig. Okay. Ich versuche halt hier wirklich so schnell als möglich die Fähigkeiten herauszufinden, auf was sie anfällig sind. Okay, die vorne sind nur mehr auf Elementar anfällig.
Licht oder Schatten nehme ich an. 18. Es wird weder Wind noch Blitz sein. Ach, Blitz doch. Die Fallen sind auf Blitz anfällig. Die haben mit ihr überhaupt nichts zu tun. Doppelter Blitzstoß. Okay. Terminus beschränkt sich auf Wundenheilen, würde ich sagen. Oder auf... üppiger Segen war das. Und zwar Drohne. Sie hat jetzt 4 Punkte bereits. Sie könnte richtig viel Schaden anrichten. Nächste Runde müsste eigentlich Drohne wieder da sein. Ich habe es gerade überlegt, ob ich vielleicht rehabilitieren machen sollte, aber das macht keinen Sinn auf einen Charakter. So, wir haben Streuschuss. Auf alle Gegner einen Bogenangriff. Ist sie hinten auf... habe ich schon probiert gehabt, oder? Nee. Ich habe nur Bill Felgans Geschichte hier... Nee, nicht Bill Felgan. Ja, eine Geschichte umgerüstet. So, wir gehen hier über Heilung auf Kasti. Hat nicht gereicht. Aber passt schon, passt schon. Sie machen hier. Ich könnte für eine Anmut probieren und hier aus dem Kampf noch mehr Erfahrung ziehen, aber ich kann mich auch damit umbringen. Bleiben wir mal auf Aebas Abrechnung. Würde ich sagen, Schatten könnte ich auf alle spielen. Dunkler Schleier, aber sie ist halt kein Magier. Sie ist ein physischer Kämpfer. Aebas Abrechnung. 3053 Punkte nur an 5 Zeichen. Okay. Drohne würde mit ihrer Fähigkeit nochmal drankommen. Kasti kann alle Charaktere später verbessern. So, wir haben hier 3 Schwächen aufdecken. Das mache ich beim Boss. Damit ist das vom Tisch. So, Kasti kann nachher Fähigkeitspunkte regenerieren für alle und vielleicht ein bisschen Gesundheitspunkte. Streuschuss hat nichts gebracht. Das ist schade. Aber ist egal. So, wir brauchen jetzt hier entweder Bogen oder Speer. Ich würde gerne mit Speer einfach normal brechen. Den hier. So, es wäre schön, wenn Hikari jetzt nochmal seine Fähigkeit kriegen würde. Speerspitze. Okay, sie ist ein Krieger, ne? Ein regulärer Krieger. Angriff, okay. Komm nochmal. Ja, super, Hikari hat seine Fähigkeit bekommen. Sehr gut. So, und ich würde sagen, ab jetzt geht's weiter. Wir machen nochmal hier. Ne, wir warten noch ab. Punkte aufsparen. Habe ich für einen Tänzer irgendwas, was sinnvoll wäre? Ich könnte einen vernichteten Tritt spielen. Das bringt uns aber gerade nicht viel. Ich denke, der vorne bricht jetzt sowieso weg. Hast du Speer? Ne, das ist ein Schwert. Bogen haben wir auch nicht. Mist, ich kann keine 2 Punkte abziehen. Ich wollte den unten jetzt noch brechen. Ich kann maximal finstere Nacht spielen. Auf alle bringt mir nichts. Finstere Nacht auf den hier rüben. Hat er noch ein Schild? So. Er hier. Wird auf jeden Fall versuchen, die Gruppe zu heilen. Wunden hochziehen. Wunden heilen, die Gruppe hochziehen. Alles gut. So. Jetzt kommt unser Krieger dran. Er verwendet den Schattengriff. Der gefürchtete Schattengriff. Und macht Zwillingsmonde, um auf alle Gegner einen Schwert- und einen Speerangriff auszuführen. Das sollte den vorne oben wegschießen. Tut er nicht. Mystik. Okay, doch, beide sind weg vorne. Der komplette Schutz von ihr ist gefallen. Und excellent work, Hikari. Okay, sehr gut. So, wir wollen hier Stab oder Axt. Was hat sie gerade für eine Fähigkeit? Stern ist kritisch erhöht und das andere Genauigkeit plus. Sie trifft eigentlich immer. Was bitte passiert, wenn wir sie abschwächen? Mit Drohne. Ich bin da guter Dinge. Hikari hat nächste Runde vielleicht... Ne, hat er nicht. Er hat jetzt gerade seine Fähigkeit benutzt. Übernächste Runde hat Hikari seine Dreierfähigkeit wieder. Wir werden... Was wäre das Sinnvollste? Gelehrter. Wir sollten vielleicht Apotheker tatsächlich uns mal hochheilen. Heilende Hand. Auf Kasti. Alles gut. Alles wird prima. So, wir haben wieder einen Punkt bei Kasti. Fähigkeitspunkte sind einigermaßen noch okay. Ich würde gerne giftige Hieb spielen, ohne Verstärkung auf Remé. Passt schon. Sie ist 2 Runden vergiftet. So, er braucht jetzt nicht Wunden heilen. Er könnte hergehen und könnte sagen, üppiger Segen. Zum Beispiel auf Kasti. Überheile Kasti auf 5000, fast 6000 Leben. Okay. Sehr gut. So, wir haben 3 Punkte.
Aibas Abrechnung. Was war die Fähigkeit der Tänzerin? Zealtitsch Verführung. Erweitert bei Verbündeten für 3 Runden die Reichweite aller Fähigkeiten auf alle Ziele. Das könnte Kasti, könnte sagen, wir ignorieren alle Negativeffekte für alle Charaktere. Wir haben 3 Runden Zeit, das zu nutzen. Das würde ich tatsächlich auf Kasti machen, damit wir immun werden gegen irgendwelche Negativeffekte. So, jetzt wäre schön, wenn der Händler nochmal drankommt. Das war eher nicht so toll. Nein, es ist sie. Oh nein! 3 Runden gestunt. Ich muss sie frei spielen. Ermächtigende Marmelade. Nee. Mutkraut. Was war denn das für ein Ding? Wiederbelebungskraut. Bewusstlos. Hier. So, den Effekt sofort auf. Das wollte ich verhindern. Fähige auf alle kriegen Schaden. Macht nichts. 2 sind überheilt aktuell. Das passt schon. Haltung des Blitzschlags. Die Kraft des Blitzes ist in Raimel Speer eingedrungen. Sie hat neue Fähigkeiten. Das ist jetzt natürlich nicht so optimal. So, wir müssen unbedingt umbauen. Händler. Macht PP-Spenden. 3 Punkte an sie hier. Sie hat dann noch die Fähigkeit. Ihre Fähigkeiten gelten jetzt für alle Charaktere. Das heißt, wenn sie jetzt die Gruppenheilung machen würde, geht es auf alle. Wenn sie jetzt hier sagt, mit 3 Punkte Verstärkung macht Kasti Immunität gegen alle Effekte, ist das auch super. Und hier nochmal Effekte. Wir machen eine Heiltraube auf ihn hier. Ja, da kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schnell dazu. So, du machst 3 Punkte und machst Rehabilitieren auf die gesamte Gruppe. Das heißt, wir sind jetzt, glaube ich, 8 oder 9 Runden immun. 8 Runden immun gegen alle Effekte von ihr. So, das sollte uns den Kampf massivst vereinfachen. Jägerfähigkeiten. Wir versuchen mal, was passiert, wenn wir ihn schwarz machen. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Sie ist nicht auf Bogen anfällig. Das ist schlecht. Okay. Wen haben wir hier? Wir heilen die ganze Gruppe. Ne, wir heilen ihn mit dem Kleriker. Überheilung. Üppiger Segen auf ihn hier. Helminos wird überheilt. 4000 Leben statt 2300. Alles wird gut. Tänzer. Ne, Diebsfähigkeiten. Du machst jetzt, weil du es kannst. Eulensäule. Ne, Fledermausfessel. Du reduzierst den Schaden des Gegners. So. Hikari überlege ich gerade. Es wäre sinnvoll, hier einfach unter Krieger die Rächerklinge zu spielen. Das heißt, damit wir immer einen Konter haben. Und zwar 5 Konterangriffe. Als nächstes würde ich sagen, er spottet sich selber an. Kreuzspeer. Sehr gut. War das ein oder zwei Schläge Retour? Einmal, okay. Aber er reduziert damit immer die Schäden. Reduziert, sage ich immer. Ja, klar, er reduziert die Schäden damit, was er kriegt. So, Kasti hat volle LBP. Terminus auch. Terminus könnte bei gesperrten Schilden trotzdem Durchschlag machen, also mit seiner Fähigkeit, die er hat. Sie kommt doppelt dran, er hat seine Kampffähigkeit und Kasti könnte dann Präparate nutzen, ohne sie auszugeben oder ausgeben zu müssen. Ich möchte Gelehrter, mach Analyse. Wir haben noch 7 Runden komplette Immunität. Sie hat ein bisschen Leben, hat sie ja noch. Noch 2 Schwächen aufdecken. Sie ist endlich mal auf Dolch anfällig. Ist ja schön. Und Axt. Okay, das heißt, ich könnte hier GP-Dieb machen, ihr 2 Schilde ziehen. Das ist sehr gut. Diese Runde macht auch weniger Schaden. So, er macht. Was macht er? Habe ich irgendwas, was oft angreift? Mit Axt. Ein starker Axtangriff. Kriegerfähigkeit. Hast du was mit Dolch? Nee, hast du hier nicht. Gelernte Fähigkeiten. Dolch. 2 Schwertangriffe waren das. Das bringt uns nichts. Axt. Ein Axtangriff. Ein Dolchangriff. Das bringt uns leider nichts. Wir machen Krieger. Wir machen Punkte vergeben auf Stark. In 5 Runden muss der Gegner auf uns gehen. Heißt auch, wir müssen jetzt unbedingt die Karre hochziehen. Und zwar mit üppiger Segen volle Verstärkung auf Hikari. Wie viel Leben ergibt das? Warum gibt mir 5800 Leben? Passt. Alle sind überheilt. Passt schon. Er greift auf jeden Fall einmal zurück an. Immer garantiert mit Schild. Mit Schildbruch. Nochmal Analyse. Die letzte Schwäche ist Trommelwirbel Schatten. Passt schon. So, wir können. Überheilung bringt uns jetzt nichts mehr. Kleriker. Händler. Wer Feuer. Kleriker hat Licht. Das bringt uns hier nicht viel. Stab auch nicht. Wir können die Glücksfälle machen. Besser als nichts. Wir haben kaum noch Fähigkeitspunkte. Kasti muss jetzt dann mal anfangen,
für alle Fähigkeitspunkte auszuteilen. Okay, er wird einen Rückschlag machen. Sehr gut. So, wir machen hier den Gesundheitspunkte-Dieb. Nee, machen wir nicht. Sie unterbricht sie jetzt komplett. Passt schon. Sehr gut. So. Er hat seine Fähigkeit voll. Er macht wieder Rächerklinge, würde ich sagen. Choose your next move wisely. Mache ich GP-Dieb oder mache ich Ebers Abrechnung? Das wäre beides nicht schlecht. Ich denke, Ebers Abrechnung macht mehr Sinn. Okay. Ebers Abrechnung auf sie. 8100 Schaden. Ist okay. Ich denke, das hätte ich mit dem Doppeldolch nicht bekommen. Wir sollten vielleicht erstmal eine Rast anstreben. Dass er sich wieder Fähigkeitspunkte holt. Temenos. Gerade ein guter Zeitpunkt. Einmal verstärken. Wir gehen auf jeden Fall auf Schattengriff. Machen einen extrem starken Schwertangriff auf ein Ziel. Zwei Schwertangriffe auf eine Gegend. Handeln dafür nochmal. Das wäre sinnvoll, wenn wir noch ein Item nutzen möchten. Brauche ich aber gerade nicht. Kasti kriegt das schon hin. So, Kasti gibt keine Punkte aus. Sie muss sich das jetzt mal aufsparen. Analyse brauchen wir gerade nicht. Du magst auf jeden Fall Apotheker. Du magst giftiger Hieb. Passt schon. Giftschlag auf sie nochmal. 550 Schaden extra. So, alle haben Schaden gekriegt, nur der Krieger nicht. Ja, kein Sport mehr, doch hat er. Okay, eine neue Haltung. Neue Rüstung. Passt schon. So, kann ich bei ihr Stehlen nutzen? Ups, abbrechen. Stehlen, 60% Erfolgschance ohne Punkte auszugeben. 70. Also, sie hat nur einen Punkt. Wir versuchen mal zu stehlen. Erfrischende Marmelade geklaut. Okay, gar nicht schlecht. So, ich würde gerne alle Punkte, die uns zur Verfügung stehen, nutzen, um Überheilung zu spielen auf Throne. So, wieder einen Lebenspuffer hochziehen. Passt schon. So, er hat verdammt wenig Mana. Fähigkeitspunkte meine ich. Soll ich das jetzt schon machen? Keine Präparate, ja, das machen wir jetzt schon. Wir machen jetzt Pflaumenblatt. 45. Nochmal 45. Heilung brauche ich nicht. Dreimal 45 Punkte Fähigkeiten und Streuungsserum. Was passiert, wenn ich die Sachen verstärke und streue? Zweimal 45, 200. Okay, oh, das Verstärkungsserum ist ja super geil. Okay, da muss ich erstmal drauf kommen. Geht aber nur sinnvoll, wenn Kasti ihre Fähigkeit hat, sonst macht das keinen Sinn. So, gelernte Fähigkeiten. Wir können auf jeden Fall jetzt mit göttlicher Doppelschlag agieren. Oder wir machen den Krieger. Drei zufällige Schwertangriffe. Das, ja. Drei Schilde reduzieren ist sehr gut. Feger. Throne hat... Okay, er schlägt zurück. Sehr gut. Er kann auch dreimal kontern. Dolch hat sie ja nicht. Überraschungsangriff. Das wäre jetzt nur ein Schlag, ne? Je früher du in der Runde dran bist, desto mehr Schaden macht das Ding. 12 FPS. Ja, hau rein. Passt schon. Mach den hier. 1500, 4 Schilde hat sie noch. Alles wird gut. Wir haben doch Gelehrter. Hatte der nicht? Das mit dem Stab? Nee. Das hat der Kleriker, nicht der Gelehrte. Okay, wir haben hier Feuer. Dann würde ich sagen, bevor ich nichts mache, gehen wir auf Gelehrter Feuer. Elementares Kreuzfeuer. 3 bis 5 Mal Feuer, Eis oder Blitz. Mal schauen, was rauskommt. Okay, dreimal davon zweimal Feuer erwischt. Das war gar nicht so schlecht gelaufen. Ich würde gerne Hikari hochziehen, wenn es irgendwie geht. Überhellen. Alles prima. 4000 Leben auf Hikari. Hikari führt nochmal aggressiver Hieb und bricht sie damit. Nächste Runde kommt Hikari wieder dran. So, ich möchte hier nochmal elementares Kreuzfeuer spielen. 3x, 4x 500 Schaden. Ich hätte, glaube ich, auch mit der Axt mehr ausrichten können. Habe ich so ein Gefühl. Latente Kraft bringt mir nichts. Üppiger Segen auf Kasti, um sie zu überheilen. Nächste Runde kommt der Boss 3x in Folge dran. Überraschungsangriff. Häng am Punkt rein, was geht. Überraschungsangriff. Und Hikari geht nochmal mit 2 Punkte rein.
Ein göttlicher Schlag, würde ich sagen. Das macht, glaube ich, mehr Schaden. Zweimal richtig stark angreifen. Fetter Schaden, 4000. Okay. Angriff. Wieso geht der Spott nicht mehr? Spott ist ausgefallen. Macht nichts. Wir haben alle Überheilung. Doppelter Blitzstoß. Okay, sie dreht ein bisschen am Rad jetzt. Drohne braucht wieder Überheilung. Ich würde gerne 2 Punkte investieren, auf Drohne zu heilen. Das gibt eine Überheilung von 5200 Leben. Das passt. So, wir haben hier immer noch Schwert. Das ist schlecht. Okay, mach das. Überraschungsangriff. 1000 Leben abgezogen. So, wir haben hier nochmal Elementarkreuz frei. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ja. Magiestärkung. Verstärke 2-mal die Zauber des Verbündeten. Das ist auch so eine komische Beschreibung. 3 bis 5 Mal Feuer als Blitzschaden zufügen. Ja, jetzt Pech gehabt, nicht einmal was dabei gehabt, was ihn bloß abzieht. Dann will ich hier nochmal den Krieger nutzen. Aggressiver Hieb. Wir müssen versuchen, möglichst schnell runterzuspielen. Macht das Sinn, immer wieder den zu spielen? Ich denke schon. Recht viel Leben kann sie nicht mehr haben. Ein Feger. Passt schon. Hikari freut sich schon wieder, wenn seine Leiste gefüllt wird. Genauso wie Kasti. Üppiger Segen auf Temenos selber. Der soll überheilt werden. Kasti hat noch ein bisschen Lebenspuffer. Also mit Überheilung hat Temenos gerade mal so viel Leben, wie Kasti jetzt hat. Okay. Aggressive Hieb nochmal. Da bricht sie zum wiederholten Male. Ich mache jetzt Apotheker giftiger Hieb. Da macht es wenigstens extra Schaden durch Gift. 1600. Ich hätte das gleich mit dem machen sollen. Das wäre sinnvoller gewesen. Wir haben nur 2 Punkte Verstärkung. Ich möchte das jetzt stehlen. Bereits bestohlen. Okay, wir können nichts mehr stehlen. Tänzer. Löwentanz. Soll ich es echt mal versuchen für einen Tanz? Wenn ich jetzt die doppelte Erfahrung kriegen würde. Nee, lass mal stecken. Dieb. Warte mal, der Tänzer hatte doch für nicht der Tritt. Ein starker physischer Angriff, der eigentlich keiner Waffe zugeordnet ist. Und auf einen Gegner ausgerichtet ist. Das wäre doch ideal eigentlich für einen Schaden, oder? Easy. Fast 4000 Schaden. Drohne hat's gemacht. Ja, Drohne, bist die Beste. Auch nur 1200 Erfahrung. Es hätte mir das auch nicht gebracht, wenn ich hier doppelte Erfahrung bekommen hätte. Die hat weniger Erfahrung gebracht wie die Kämpfe außerhalb. Nicht so schnell. Ich habe einen Schwur geleistet, meinen Clan zu beschützen. Meine Lanze ist noch nicht zerbrochen. Und das ohne, dass wir großartig in Schatten gewechselt sind, gut 2-mal oder 1-mal. Hikari. Der Mord an deiner Mutter, wie er der May-Clan, haben ihn zu verantworten. Es war der May-Clan, der diese Räuberbande angeheuert hat. Es tut mir so leid. Es war ihm nicht bewusst oder hat so geträumt? Hat sich doch erinnert. Das weiß ich doch. Es geschah alles auf Mugens Befehl. Es war nicht eure Schuld, sondern die des Königreichs Ku. Naja, Schuld. Die blind Befehle nachzulaufen, macht uns das unschuldig? Ich weiß nicht. Da wären so manche Sachen in der längeren Vergangenheit auch nicht so ganz zu verzeihen gewesen. Nach dieser Schlussfolgerung schon. Es waren nur die Ausführer, die hatten keine Schuld. Sowohl dein Bruder als auch meine Mutter mussten in seinem Namen sterben. Deswegen waren auch die das, was das gemacht haben. Und umgesetzt haben. Auch Yin Mei war einst voller Hoffnung. Er glaubte an eine Zukunft ohne Blutvergießen. Du wiederholst dich. Und wir können sie immer noch herbeiführen. Wir müssen Mugen schlagen und Ku aus diesem Meer vom Blut herausmanövrieren. Das ist der Weg, an den ich glaube. Bitte beschreite ihn mit mir. Alleine schaffe ich das nicht, Remé. Okay, sie hat einen kurzen physischen Zusammenbruch hier, psychischen. Der Clan, der May hat... Ich habe...
Wir wollten dich opfern, um unseren Clan zu schützen. Zweimal sogar. Doch es ist zu spät. Wir unterstehen nur Mugen. Ich kann nicht mit dir gehen. Er vielleicht nicht, aber der andere, der uns befreit hat, vielleicht. Töte mich. Ich verdiene es nicht anders. Wir bringen niemanden grundlos um im Regelfall. Ich werde dich in Kuh erwarten. Ich glaube an dich. Okay. Jetzt lässt er sie einfach stehen, im Regen stehen, okay? Sehe schon kommen. Erst ist sie nicht da und wenn wir zum Endkampf kommen, kommt sie als Verstärkung dazu. Das Wiedersehen. Mechtelheime ließ alte Erinnerungen wach werden. An etwas, das tief in Hikari schlummerte und an die Bürde seiner Herkunft. Er wurde überzeugt, sie würde auch heute noch die gleiche Überzeugung teilen. Doch die einzige Freundin war von ihrer Vergangenheit erschüttert worden. Mit dem festen Ziel, Mugen zu bezwingen und der Gewaltherrschaft ein Ende zu bereiten, machte sich der Prinz auf zum letzten Gefecht. Der Krieger Hikari in Kapitel 4 wurde damit komplettiert. Gerade noch recht in der Zeit. Das ist eine ganz schön anstrengende Partie gewesen hier. Kurz vor 30 Minuten sehe ich hier. Okay, ich möchte gerne hier zurückgehen. Was ist das hier für ein Symbol? Da hinten. Achso, das war der Berg. Wieso hat der ein eigenes Symbol? Das verstehe ich nicht ganz. Gefahrenstufe 37. Ja, da waren wir schon drauf. Der heilige Berg Atai. Alles gut, alles senkrecht. Aber die Frage ist, warum hat der ein eigenes Symbol? Weil er ein Questziel war? Maybe. So, die Frage ist, wo geht's denn jetzt weiter? Erstmal Laufbahn checken. 2500, wir haben überall zu wenig Lernpunkte noch, um weiter irgendwelche Punkte zu investieren. Ich möchte gern hier rausgehen. Wer ist wo? 45, wir könnten hier mit Oswald nach Grabel gehen. Da waren wir noch nicht. Stufe 45. Eigentlich wird das wird das ewige leidige Problem, was wir eigentlich schon immer haben. Kasti oder die Gelehrte. Weil Krieger und Dieb-Bereiche sind eigentlich fest vergeben. Wir speichern hier an dieser Stelle erstmal ab. Stufe 60 hat Kasti schon erreicht. Das ist nicht schlecht. Bald sollten wir mal Kasti auch angehen. Sei mir gegrüßt. Womit kann ich dir helfen? Zur Ausrüstung. Wir brauchen auf jeden Fall, wenn wir das machen möchten. Dein Ruf ist makellos. Vorbesteller Bronze schon eingefordert. Ich möchte hier die Gruppe wechseln. Ich müsste Oswald reinstellen. Der hat Stufe 45. Hikari bleibt erstmal auf jeden Fall drin. Er hat weniger Punkte und Level als Shit. Patizio müsste statt Drohne reingehen. Und Temenos müsste ich hier quasi tauschen. Das teilt sich den Platz mit Agnea, Temenos und Oswald aktuell. Das ist der vierte Platz. Drohne geht mit Patizio. Wird getauscht. Dann haben wir die schwächeren Leute wieder drin. Oswald brauchen wir... Warte mal, Agnea. Hat die nicht noch irgendwo eine Quest zu machen? Dass ich Agni noch mitnehme, Stufe 45 empfohlen. In Freudenbühl. Oder ich mache erst Agni, damit die ein paar Stufen noch kriegt. Das wäre vielleicht auch sinnvoll. Dann könnt ihr auch noch ein bisschen hochziehen. Gruppe wechseln, dann würde ich tatsächlich Agni statt Oswald nehmen. So, das heißt auch. Lass uns hier mal schauen, welche Laufbahnen wir hier Punkte. Hier haben wir schon eine Menge Punkte freigeschaltet. Hier, 5000 fehlen hier noch. Er hat hier alles. Okay. Fähigkeiten mag durchgucken. Hier, hier. Okay, also Hikari und Kasi können irgendwelche Punkte nehmen aus Fremdbäumen. Die beiden hier, er braucht auch 5000 für Pilfehlgansbeute. Laufbahn wählen. Okay, was wäre bei ihm sinnvoll? Bei ihm wäre der Dieb sinnvoll, da würden wir jemanden mit Dolch haben. Also Händler und Dieb synergiert eigentlich einwandfrei. Das würde ich sogar so stehen lassen. Die Tänzerin sollte auf jeden Fall den Heiler machen. Also den Kleriker. So, damit ist Kasti immer noch Gelehrter. Weil wir haben ja keinen Gelehrten mit. Sie bräuchte den Gelehrten nicht dafür den Heiler, wenn der Gelehrte drin ist. Also so im Dreieck, dass wir die so rumspielen. Ist zwar ein bisschen mühselig, aber ich weiß mir jetzt auch keinen anderen Weg. Wir optimieren mal die ganzen
Achso, warte mal. Stopp, zurück wieder zum Meister. Ich möchte die Ausrüstung tauschen. Und zwar hier. Er gibt bitte alles ab. Er ist ja nicht mehr in der Gruppe. So, sie ist improvisiert. Drohne gibt auch alles ab. Sie ist auch nicht mehr in der Gruppe. Und er hat auch alles improvisiert. Alles gut. So, wir gehen jetzt wieder hier rein. Ausrüstung. Okay, Kasti werden wir optimieren, denn sie ist, nimmt die stärksten Sachen, die sie kriegen kann. Wer ist jetzt aktuell der Stärkste bei uns? Hikari und dann Patizio. Also wir werden nach dieser Reihenfolge auch die besten Gegenstände vergeben. Wieso hat der noch Waffen drin? Okay, so die Heilerin, in dem Fall die Agni, ist mit Abstand der schwächste Charakter hier. Also das ist jetzt nicht so optimal. So, LVP Augmenter und Kate Münze. Erfahrung und Kate Münze, das heißt, die haben hier auf jeden Fall einmal den Oktopus-Fangtopf, verführerisches Band auf jeden Fall rein, einmal und hier den Oktopus-Fangtopf. Oktopus-Fangtopf hier nochmal und was gäbe es hier noch? Regeneriert Reaktion FPGP. Was macht bei ihr Sinn? Das ist jetzt die Einzelfrage, was gebe ich ihr am sinnvollsten? Sie hat nicht mal 2000 Leben. Das heißt, ich sollte vielleicht hier wirklich was nehmen mit viel Gesundheitspunkte. Gesundheitspunkte. 500. Gibt's was Stärkeres noch? Sieht nicht so aus. Gesundheitspunkte plus 500, dann hat sie ja 2500 Leben. Dann sind sie alle ungefähr auf 2500. Sie hat doch eine ganze Menge Stufen hier, was hier hinter uns ist. So, ich habe keine Ahnung mehr, welche Fähigkeit Agni hatte. Latente Kraft von ihm hier füllt die PPs komplett auf. Ich meine, Patizio könnte theoretisch sogar noch Bewillen und Grace mitnehmen mit Tänzer als Zweckklasse, weil er sofort quasi in der ersten Runde die Dinge spielen könnte. Grace. Das macht vielleicht sogar Sinn. Dann haben wir keinen Schurken mehr mit. Die Frage ist, haben wir jemanden, der Dolch hat? Doch, Agni hat Dolch. Sonst hat niemand Dolch. Patizio hat ja Speer und Bogen als Händler. Ja, okay. Agni hätte Dolch. Das wäre Worst Case. Aber hier ist vielleicht Tänzer echt keine schlechte Idee. Passt schon. Da bin ich guter Dinge. Mach mal aus ihm einen Tänzer. Dann haben wir zwei Leute, die Geschichte spielen können. Optimiert das bitte mal. Da gibt es nichts zu optimieren. Okay, so kann man es auch machen. Ja, wir gehen einmal ins Inn, würde ich sagen. Wir gehen einmal Punkte regenerieren. Wenn ich das Inn denn finde, das war links, ne? Links oben. Ja, irgendwo hier, glaube ich. Genau. Kann ich hier noch irgendwas Sinnvolles kaufen? Kaufe irgendwas Sinnvolles. 50 anregende Pflaumenmittel. Ich habe eigentlich genug Geld, um jetzt hier 24 davon zu kaufen. Nein! Okay, jetzt. Olive des Lebensmittel. Das sollten wir auch mehr haben. 40, ne, 35, 105.000. Ist nicht billig, aber ich möchte von denen genug haben. Mit 50. Die ganzen Kräuter brauche ich immer wieder, wenn irgendwas schief geht. So, 19. 30, 37 bitte. 27, so. Passt. Das heißt, wenn jemand einen Status dafür kriegt, vergiftet oder so, dann kann ein Normalcharakter mit diesen Kräutern die Leute den Status bereinigen. Das hier ist ja nur für die Kasti. Die braucht das eigentlich nicht. Reicht eigentlich ein Stück aus, wenn ich ihm aufpasse, weil sie ja mit ihrer speziellen Fähigkeit keine Punkte benötigt. Punkte, genau, da war was. Ich möchte gerne noch die Fähigkeiten durchgehen. Hilfsfähigkeiten ausrüsten. So, als erstes mal hier schauen. Gestärkter Sieger auf jeden Fall bei jedem. Machen wir das mal bei jedem weg hier. Beharrlichkeit, alles raus. Mir fehlt nämlich hier was. Was ist hier absolut wichtig? Ich brauche hier extra Erfahrung vom Gelehrten. Wir haben, glaube ich, die Fähigkeit hat sonst keiner, glaube ich. Kann sein, dass das Hikari hat, aber auch noch hat. Aber naja, extra Erfahrung. So, wir haben keinen Jäger mit. Salz in der Wunde. Nee, Fährtenleser. Wir erhöhen die Chance auf seltene Gegner. Und wir erhöhen die Chance auf Erstschlag. Da macht sie den Jäger mit und den Gelehrten. Gibt es vom Gelehrten noch was Sinnvolles? Ausweichmanöver, das war, dass wir weniger Gegner bekommen, weniger Feindbegegnungen. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Ist nicht vervielfachbar. Okay, wächst auf Bäumen. Wir haben ja einen Händler mit. Der Händler kann ja seine Fähigkeiten gleich mal benutzen.
wächst auf Bäumen. Steigerungsart MVP extra braucht er nicht. Volle Latenz. Er könnte doppelt hintereinander spielen. Volle Latenz. Wenn er die Latenz hat, kann er sofort mit 5 Punkten die volle Tänzerfähigkeit spielen, die Anmut. Das würde bei ihm Sinn machen. So, Beharrlichkeit. Was kannst du hier sonst so packen? Du hättest hier den Tänzer ist ja sie auch. Aus den Schatten. Erhalte in der Nacht mehr Erfahrung und Lernpunkte, das ist schon mal wichtig. So, hier haben wir dann noch erstmal den Dieb. Okay, das war die Stufe 4 Fähigkeit vom Dieb, haben wir schon. Er hat nicht alle Fähigkeiten, wie ich gemeint habe. Hat er eben nicht. Kriegerfähigkeiten. Überragende Kraft. Mehr Schaden anrichten. Erhöht die Menge der latenten Kraft, die der Träger hält. Dann könnte er öfter seine Fähigkeit einsammeln. Naja, Kraft sammeln, okay. Stärkender Bruch. Erhöht beim Brechen des Gegners physischen Angriff des Trägers. Ja, ist auch nicht so der Bringer. Was haben wir hier? Schutz gegen Bösen. Wir können leichter fliehen, wenn alles schief geht. Verstärkte Grupp-GP-Heilung. Verstärkte GP-heilende Fähigkeit des Trägers. Das wäre auch nicht schlecht. Das wäre speziell für sie. Ne, für sie wäre das wichtig. Sie wäre auf jeden Fall hier wichtig, dass sie das kriegt. Energieschub. Hier Schutz des Bösen. Haben wir schon. Innere Stärke, verstärkte GP-Heilung. Auf jeden Fall. So, gestärkter Sieger hat jeder, ne? Nach dem Kampf 30% zurückzukriegen. Passt schon. So, dann würde ich gerne hier versuchen. Wir haben doch hier beim... Gab es nicht hier irgendwas? Wir halten FPs, wenn der Gegner bricht. Das ist gut. Wächst auf Bäumen. Wir kriegen... Hat schon der Dings drin gehabt. Ein BP extra. Macht bei ihm auf jeden Fall Sinn. Und hier will ich das auch machen. Ein BP extra. Weil sie ja auch Tänzer ist. Ein BP extra. Und was macht sie? Elementarangriff. Ich bin mir jetzt nicht sicher, auf was die Heilung geht. Ich denke, dass das Elementarangriff ist. Gib mir das einfach mal. So, damit haben wir die ganzen Fähigkeiten durch. Wir sollten uns noch einmal hinlegen. Auf jeden Fall. Im Inn und dann geht's 37 Minuten schon richtig überzogen hier. Gut, beim nächsten Mal geht's mit der Quest der Tänzerin weiter, würde ich sagen. Wo wir wahrscheinlich dann Dolcinea in die Schranken weisen. Also wenn ich mich recht erinnere. Gut, wir speichern ab. Wenn es gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Einen Kommentar unten rein. Abonnieren nicht vergessen, falls noch nicht geschehen. Glocke sollte auch für irgendwas gut sein. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Bis dann, euer Mike.